Hallo und herzlich willkommen zu Mega Man 3. Ja, schon der dritte Teil. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir jetzt so schnell vorankommen. Wie bereits angekündigt, machen wir jetzt chronologisch die ganzen Mega Man Teile. Angefangen vom NES bis zum Super Nintendo. Ah, die Musik. Ich muss mal kurz die Klappe halten. Entschuldigung. Ich könnte auch das ganze Let's Play nur die Musik laufen lassen, nur ich glaube, dann würde ihr das nicht mehr schauen. So, wie sieht's denn aus? Im dritten Teil, den ich relativ gut kenne, sage ich mal, ich kenne das meiste von dem Gameboy-Teil, denn da gibt's ja auch einige, ich sag mal, Robotermeister, die hier auch vorkommen. So, und zwar, wir haben Snake Man, Needle Man, Top Man, Shadow Man, Magnet Man, Jiminy Man, Hard Man und Spark Man. Ich weiß noch, dass ich immer mit Snake Man angefangen habe, auch auf dem Game Boy. Ich glaube, ich werde es hier genauso handhaben. Ein Schlangenmensch. Schauen wir uns den doch mal an. Ja, nette Frisur. Schlange auf dem Kopf. Toll. Kann im Zirkus mit auftreten. So. Und eine Neuerung. Wir können rutschen mit A und nach unten. Können wir jetzt endlich in die Blickrichtung, aus der wir kommen oder in die wir gehen, können wir jetzt rutschen. Das ist eine super Neuerung. Denn damit kommen wir jetzt besser vorwärts hier in dem Spiel. Und wir können besser ausweichen vor allem. Das konnte man ja in 1 und 2 nicht. Hier können wir es jetzt. So, auch relativ einfach hier die Gegner. Aber ich sage euch, das Snake Man Level ist... Ja, es gibt da so eine Stelle, die kommt nachher. Die ist ein bisschen... Ja, die hat mir immer so ein bisschen... Ja, Kopfzerbrechen bereitet, weil... man da gerne nach unten fallen kann, wenn man nicht aufpasst. So, erstmal hier ein paar große Schlangen ausschalten und ich... Oh, Alter, die schießt ja... Ich dachte, die schießt nur zweimal. Da schießt sie direkt viermal. So, okay, hoppla, Vorsicht. Ich glaube, die zielt auch immer, wenn sie zwinkert, zielt sie dahin, wo wir sind. Hoppla. So, wir haben ein neues Menü, wie man sieht. So, next. Und wir haben RC, das ist der Rush Coil, also der Katapult-Rush, also dieser Hund, den haben wir jetzt. Ich werde dir mal kurz zeigen. So, und dann könnte man auch hier drauf springen. Das verbraucht aber Energie, deswegen mache ich das jetzt nicht. Und wir gehen wieder zurück. Rechts haben wir E-Tanks und Leben wie immer zwei am Anfang. Uah. So. Und da fallen wir direkt runter. Wunderbar. Direkt erst mal gestorben. Ich sage ja, das ist nicht ganz so einfach, das Snake-Man-Level. Es geht aber noch. Es gibt schwierigere Level hier. So. Schauen wir mal, ob wir es jetzt ein bisschen besser hinkriegen. So, das ist auch eigentlich, würde ich fast sagen, so eins meiner Lieblings-Megaman-Teile. Und er ist sehr, sehr groß. Also es ist, ich muss ehrlich sagen, für ein NES-Megaman ist Megaman 3 relativ groß. Ich sag euch auch noch warum gleich. Moment. Denn, es gibt hier nämlich nicht nur die 8 Roboter-Master, sondern es gibt hier noch 8 weitere. Will ich jetzt aber noch nicht zu viel erzählen, das kommt dann später. So, hoppla, ich schaff's irgendwann mal hier den besser auszuweichen. So. Jawohl, das hat besser geklappt. Und deswegen dauert das hier auch etwas länger eigentlich als bei normalen Mega Man-Teilen. Weil man halt eigentlich 16 Gegner besiegen muss und nicht nur die 8. So, brauche ich das? Na, ich bin gerade überlegen. Ich glaube aber nicht. Ich lasse sie da. Wenn wir sie nachher nochmal sterben sollten, dann können wir die uns holen. So. Ach die, ja, ich erinnere mich. Genau, da musste man, glaube ich, drunter wegrutschen. Ich will das gerade mal. Uah, Spite Levitation. Uah, so. Geht ein bisschen in die Zeitlupe, aber es passt. So, und ohne Stock sind die relativ ungefährlich. Die rennen nämlich einfach nur durch die Gegend. So. Die Hammerwerfer oder wie auch immer man die nennt. Ich glaube, Hammer Joe heißen die. Wie gesagt, in den Gameboy-Teilen werden die immer vorgestellt, wie die heißen. Kann man immer dann treffen, wenn er schwarz wird in den Augen. So, was haben wir denn hier? Das nehme ich mir schon gerne mit, glaube ich.
Das sind so Überraschungskapseln, die kann man anschießen und dann bekommt man was. Das ist, glaube ich, immer was anderes drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die gibt's auf dem Gameboy nicht, die gibt's nur hier. So, gucken wir doch mal, was haben wir denn da? E-Tank. Oh, und ein Leben. Das hat sich gelohnt. Gut, dass wir hingegangen sind. So, den Kollegen hier noch ausschalten. 6. 8 Treffer braucht er. Mein lieber Mann, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass er so viel aushält. Okay. So, und ich glaube, wir kommen gleich schon zur Oberwelt. Ne, noch nicht. Noch nicht. Wenn wir nach draußen kommen, wird's lustig. Ich sag's euch. So. Ah, jetzt klappt's auch schon besser. Das Fiese ist, wenn sie 4 abschießt. Dann wird's wirklich fies. So. Ach, du schon wieder. Lass mich in Ruhe. So. Alle hopp! Ah, das ist auch eine fiese Stelle. Denn, wenn man da nicht rechtzeitig abspringt, landet man im Graben. So. Oh, die halten ja noch mehr aus, als ich dachte. So, gab's hier nicht auch noch einen E-Tank? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Hier gibt's auf jeden Fall diese komischen Spinnen oder was das sind. Ich glaube, die machen einem aber nichts. Die krabbeln nur. So, jetzt kommt die Lieblingsstelle von mir, denn diese Wolken, die da gleich rauskommen, die seht ihr gleich, sind etwas verbuggt. Das heißt, wenn man manchmal etwas komisch springt, kann es sein, dass man durch die hindurchfällt. Und dann landet man direkt unten. Das ist so ähnlich wie im ersten Teil im, ich glaube, Iceman-Level. Da gab es das, da gab es die auch. Und da war dann auch das Problem, dass es sein konnte, dass man da durchfällt. Hier ist es allerdings, glaube ich, nicht die Wolke, sondern dieser Turm, durch den man durchfallen kann, wenn man nicht aufpasst. So, okay, diesmal habe ich die richtige Stelle getroffen. Ja, okay, das haben wir. Jetzt hoffe ich nur noch, dass wir es rechtzeitig zu Snake Man schaffen. Ohne Malheur. So, wenn man die jetzt hier richtig anschießt. Oha, das war knapp. Dann treffen die einen auch nicht. Genau, da fliegen nämlich schön über einen weg. Oder man ballert sie einfach ab. So. Hey, geschafft. So, jetzt sind wir erstmal schon mal hier. Gott sei Dank. Wie gesagt, auf dem NES ist mir das sehr oft passiert, dass ich durch diese Dinger durchgefallen bin. So, wir rennen mal gerade um die Wette. Wir müssen nämlich vor Snake Man vorne sein. Scheiße, schon nicht geklappt. Dann können wir nämlich über ihn drüber hüpfen. So, und zwar so. Alle hopp. Genau. Und dann nur immer schön aufpassen. Jetzt können wir ihn wunderbar treffen. Wir müssen nur immer aufpassen, wenn er seine Schlangen natürlich abschießt. So. Nämlich jetzt. Und jawohl, geschafft. Ansonsten immer vor ihm vorne in der Mitte sein und dann kann man ihn überspringen. Der ist eigentlich vom Bewegungsmuster relativ einfach. Weil er immer nur von links nach rechts geht. Allerdings habe ich hier mega Stride Limitation gerade. So, den müssten wir eigentlich packen. So. So, schaffe ich das über ihn drüber? Jawohl, schaffen wir. So, drüber. Alle hopp. Jawohl, den schaffen wir. Den schaffen wir sogar ohne E-Tank. Ich lasse mich jetzt nochmal von ihm treffen, aber ich denke nicht. So. Und schack, den haben wir schon. Noch 2 Treffer. Hier und noch einmal rüber. Und das war's. Sehr schön. Ha. Sehr gut. Ich kann's noch. Ne, wie gesagt, einer der einfacheren Gegner, weil er immer denselben Weg geht. Selbst wenn er seine Schlangen abgeschossen hat, geht er trotzdem weiter in die Richtung, in die er gerade gelaufen ist. Also er dreht nicht um oder so. Das ist sehr selten in Mega Man-Teilen. Normalerweise haben Gegner nicht so ein ja, kontinuierliches Bewegungsmuster. Und wir kriegen die Search Snake. Oh, geiles Passwort. Okay, dann machen wir mal Stage Select. So, mit der Snake Search gehen wir zu Gemini Man. Der hat eine kleine Besonderheit. Der hat nämlich noch einen Bruder. Gemini bedeutet nämlich auf Deutsch so viel wie Doppelgänger. Und ja, das heißt, man kämpft nicht gegen einen Gemini Man, sondern gegen zwei. Die teilen sich allerdings, eine Energieleiste. Das heißt, hat man die Hälfte Energieleiste abgezogen, lebt nur noch einer. Die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Kam die, achso, die gibt's glaube ich auf dem Gameboy nicht. Die gibt's nur hier. Diese komischen Teile, die von oben kommen, die Flammen abschießen. Wow. Und Pingu macht hier auch mit, wie man sieht. So, lass mich bloß in Ruhe. So. Kommen hier noch mehr davon? Natürlich. Die Pinguine gehen aber eigentlich. Gemeiner sind hier die. Die sollte man schnellstmöglich abschießen. So.
auch. Wunderbar. Ah, verdammt. Ah, die mit ihren blöden Eiern. Aber ich glaube, wir kriegen unten gleich die Möglichkeit, uns wieder sehr gut aufzuladen. Ach ja, da gibt es ja noch was ich euch noch nicht gesagt habe. Haha. Denn wir haben hier noch den Proto-Man. Das ist sozusagen Megamans Bruder. Der hier das ein oder andere Mal auftaucht, um uns zu helfen. Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, da kommen wir nicht mehr hin, ne? Nee, ich glaube, da komme ich auf meinem Rush-Coil nicht hin. Nee, ich glaube, das wird nicht. Ich probiere es gerade trotzdem mal. Aber ich glaube, da kommen wir nicht dran. Nee, das ist selbst für den Rush-Coil so. So, aber Proto-Man ist eigentlich böse. Und zwar, wurde der, soweit ich mich recht erinnere, von Dr. Wily umprogrammiert. Oder wurde der selber böse? Ich weiß nicht, ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war mit Proto-Man. Hallo, kannst du mal... Ah ja. Da bin ich mir gerade echt nicht sicher, wie das war. So, hier mal gerade ein bisschen... So, wie kriege ich denn jetzt da oben das Ding? Warte mal, da müsste ich theoretisch... Komme ich nicht dran. Oder kann ich die hier aufschießen? Das müsste doch gehen, oder? Wenn ich mich jetzt umdrehe... Ah, nein, natürlich nicht. Ah, das geht. Warte mal, das geht. Dann müsste ich die hier so aufschießen können. So, weil ich möchte da oben natürlich gerne dran. Haben wir irgendwas, womit wir nach oben schießen können? Nein, natürlich nicht. Wie kriege ich das kaputt? Im Rush immer nach oben springen, könnten wir versuchen. Ich habe leider die Shadow Blade noch nicht. Mit der kann man, glaube ich, auch wieder nach oben. Ah, warte mal. Ich könnte von hier es versuchen. Von hier könnten wir es machen. Das ist eine gute Idee. Und außerdem geben die sehr gut Sachen. Hinterlassen nämlich gerne mal ein paar schöne Sachen. Ja, das müsste doch... Ja, das funktioniert. Wunderbar. So, weil eventuell ist da oben ein E-Tank drin. Die E-Tanks verliert man hier übrigens nicht, wenn man Game Over geht. Was ich sehr, sehr begrüße. Sondern die bleiben im Inventar. Das war ja bei Mega Man 2 so unfair. Wenn man Game Over gegangen ist, hatte man dann die E-Tanks nicht mehr. So, wie sieht's denn aus? Was haben wir denn hier? Ah, das, jetzt kann ich das nicht aufschießen. Na toll. Warte mal. Könnte ich doch eventuell... was? Warte mal. Kann ich das nicht? Ah, oh, toll. Nur ein normales Aufladeding. Eine normale Aufladekapsel hat sich jetzt leider nicht so gelohnt. Naja. So, dafür kommen wir hier wieder souverän nach oben. Ah, hier diese Dinger hier. Irgendwelche komischen Spermien, die sehen fast so aus, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Oh, ein Leben. Aber es lohnt sich einigermaßen, die kaputt zu ballern, wie ihr gerade gesehen habt. Ich mache die hier auch nochmal gerade kaputt. Vielleicht kriegen wir ja noch was Tolles. Okay, Aufladedinger nehmen wir mal gerade mit für ihn hier. Und ja, die Snake reicht eigentlich noch genug. Oh. So. Ja, nochmal zu Proto-Man. Wie gesagt, der kommt hier das ein oder andere Mal. Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob man den überhaupt besiegen musste oder ob der einen nur hilft. Ich glaube, der greift aber im Laufe des Spiels auch an. Ich meine, der greift einen im Laufe des Spiels auch an. Und ist aber eigentlich gut. Also, er weiß es noch nicht, aber er ist eigentlich unser Freund. Ich weiß, es klingt komisch, aber... Nee, also er hilft Mega Man eher, als dass er ihn schaden will, sagen wir mal. Und er wurde auch, soweit ich mich recht erinnere, als erstes gebaut. Also erst kam Proto Man und dann kam Mega Man. Ach, die Dinger natürlich. Ich erinnere mich an die noch gerade so ähnlich. So. So, am besten immer hoch und runter. Bom, bom, bom. Einmal große Explosion, das war's auch schon. So, den Rush-Coil wieder aufladen. Ich glaube, Proto-Man kommt auch noch in Teil 4 und 5 vor. Ich glaube allerdings eher in Teil 5, weil in Teil 5 hat er sogar ein eigenes, ja, ein eigenes Castle. Also man gibt erst das Proto-Man Castle und danach muss man gegen Dr. Wily antreten. Weil ich glaube, der entführt da irgendwie Dr. Light oder ich weiß gar nicht. Irgendwas passiert da auf jeden Fall. Irgendwas Böses. Aber da kommen wir noch zu. Wir sind ja erstmal bei Mega Man 3. So. Ich glaube, der heißt hier auch noch gar nicht Proto Man. Der heißt hier, glaube ich, noch anders. Werden wir nachher sehen, wenn wir dann zu ihm müssen.
Ich glaube Turbo Man oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hier heißt. Der hat einen ganz komischen Namen hier in dem Teil. So. Kommen wir da hoch? Ich glaube nicht. Ich nehme mal lieber den Coil. Den hat man, wie gesagt, ja von Anfang an. So, und ich glaube, hiernach sind wir auch schon bei den Endgegnern. Ne, ihr seht ja, die Level sind ein bisschen größer. Das Leben da unten lasse ich mal. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Boah, das war knapp. So. Ach, den E-Tank da unten hätte ich natürlich schon gerne. Den hätte ich natürlich schon gerne. Kommen wir dann wieder nach oben? Ja, müssten wir doch eigentlich, ne? Mit dem Coil. Mit dem Coil müssten wir doch wieder nach oben kommen. Aber ich schalte aber erstmal die... erstmal die Libelle aus. Oh, die habe ich gerade auch mit direkt ausgeschaltet. So, pass mal auf. Jetzt müssten wir doch hier... ich mich hier die Ecke stelle. Und den sogar wieder aufladen. Sehr gut. Boah. Okay, das war nix. Alter, das wäre beinahe schief gegangen. Das wäre beinahe schief gegangen. So, am besten oben lang gehen. So, schieß mal deine komische Rakete da ab. Sehr gut. So, schön vorsichtig sein. So, ich... ah, nein! Ah, verdammt. Ich hab oben auf die Libelle geachtet und nicht unten auf den Fisch. Aber egal, wir müssten eigentlich hier wieder anfangen. Jawohl. Gut, und wir haben den E-Tank noch. Alles gut. Und ein paar Leben haben wir ja auch schon gesammelt. Alles gut. So, auf die Libellen muss man aufpassen. Die sind gemein. Ich könnte aber auch einfach hochspringen. Dann würden die, glaube ich... weil die kommen immer dahin, wo man hinspringt. Nämlich so, ja. Okay, das hat geklappt. So, kurz zu warten. Der fliegt da unten gegen. Super. So, hier nach da. Immer schön aufpassen. Ah, verdammt. Da war ich hoch genug. So. Ja, Mist. Muss höher springen. So, da ist noch was zum Aufladen. Müssen wir denn was aufladen? Gerade mal gucken. Ja, den Coil könnten wir aufladen. Dann machen wir das mal. So, und ich glaube, wir kommen jetzt auch schon zum letzten Teil. Oh, da ist noch ein E-Tank. Wahnsinn. Was ist denn hier los? Hier ist ja Weihnachten. War Vorsicht. So, jetzt schnell nach oben. Ich habe leider immer noch das Problem, dass der manchmal nach unten klettert, wenn ich an die Leiter springe. So, hier müssen wir nochmal hoch, weil da war ich nicht schnell genug. Hallo? Was ist denn hier los? Wollt ihr mich verarschen? Komme ich nach unten, werde ich erstmal angegriffen. So. So, das hat geklappt. Kommt hier doch noch was? Ich dachte, wir kämen jetzt hier... da. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. So, da müssen wir kurz warten. Da gehe ich jetzt noch nicht runter. Ach, hält der wenig aus. Ich dachte eigentlich, dass der mehr aushält. So, der braucht nicht allzu viele Treffer. Wenn ich Glück habe, schaffe ich den mit der halben Energieleiste. Wenn ich Glück habe. Mal gucken. So, der wird gleich auf uns drauf springen. Den sollten wir ein bisschen nach vorne. Uah! Und der schießt immer dann, wenn wir auch schießen. Deswegen... ah, der eine ist schon tot und wir auch. Okay, macht nix. Die sind sozusagen unser Spiegelbild. Die bewegen sich zum einen synchron untereinander und auch zu uns. Also wenn wir schießen, schießen die. Habt ihr ja gerade gesehen. So, und ich sollte am besten jetzt mal kurz warten, weil das bringt jetzt noch nichts. So, jetzt, genau. So, der erste ist schon down. Ohne seinen Bruder wird's relativ einfach. Genau, perfekt. Hat zwar die Hälfte der Energie gekostet, aber... ist sehr effektiv gegen den, muss man ganz ehrlich sagen. Und die ersten weiß ich noch, wie gesagt, was für Waffen die brauchen. Aber das ist hier leider ein bisschen anders wie am Gameboy. Was die Schwächen angeht. Also die haben hier ein bisschen andere Schwächen wie am Gameboy teilweise. Aber die ersten drei oder vier Bosse weiß ich noch. Danach wird's Rätsel raten. Der Gemini Laser, den kriegen wir als nächstes. Wunderbar.